Grüß Gott, liebe Bürger Stuttgarts, insbesondere des Stadtbezirks Bad Cannstatt. Ich stehe heute hier an der Haltestelle Ufkirchhof. Wie Sie unschwer an den Schildern erkennen können, sind hier Baumaßnahmen zugange. Die SSB hatte uns mitgeteilt, dass in der Bauphase 4 und 7, Bauphase 4 ist mit Beginn der Pfingstferien für 3 Wochen, 7 ist mit Beginn der Sommerferien für 6 Wochen, die Waiblinger Straße stadteinwärts gesperrt werden soll. Diesbezüglich haben wir selbstverständlich einen Antrag eingebracht, über den morgen abgestimmt werden soll. Wir möchten, dass für die Bauphase 4 und 7 die Wiesbadener Straße, welche momentan nur für den Fahrradverkehr freigegeben ist, temporär eben auch für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben wird. Cannstatt hat ein Verkehrsproblem und es sind mehrere Baustellen gleichzeitig zugange. Somit könnten wir für ein wenig Entlastung sorgen und hoffen, dass der morgige Antrag die Zustimmung findet. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Thomas Rosbacher, AfD-Fraktion Stuttgart-Bad Cannstatt. Hallo liebe Bürger, da stehe ich nun an der Wiesbadener Straße, Ecke Taubenheimstraße. Wie Sie soeben unschwer erkennen konnten, ist die Waiblinger Straße keine 100 Meter weg. Der morgige Antrag beinhaltet, dass eben die Wiesbadener Straße, welche momentan noch nur für den Fahrradverkehr freigegeben ist, auch für den Kraftfahrzeug- und Umleitungsverkehr sporadisch freigegeben wird. Das Ordnungsamt der Stadt Stuttgart hatte sich dazu entschieden, großräumige Umfahrungen im Zuge der Baustelle und der Sperrung der Waiblinger Straße anzuordnen. Wir von der AfD-Fraktion sagen, die Bürger und die Umwelt werden schon genug Emissions- und Lärmbelastungen ausgesetzt. Wenn wir das auf ein Minimum kompensieren können, dann ist das der richtige Weg. Darum nehmen wir doch einfach die einfache Lösung, 100 Meter rechts abbiegen und die Straße parallel hinunterfahren, bis die Baustelle umfahren ist. Das ist die AfD-Fraktion Stuttgart-Bad Cannstatt. Einfache, praktikable Lösungen. Mein Name ist Rosbacher Thomas, ich bedanke mich.